Ich glaube, man muss die Freude haben an der Veränderung. Dann geht es viel leichter. Wenn man immer so einen Grundwiderstand in sich hat, dann ist es immer ein Gezwängen. Ich habe angefangen, einfach alles, was neu kommt, mal primär zu umarmen. Und ich glaube, wenn ich den Leuten heute etwas könnte mit auf den Weg geben, dann wäre es, vergessen die Menschen nicht. Ihr müsst alle mitnehmen auf diese Reise, sonst können wir nichts bewegen. Und wenn man jetzt Menschen aber bewegen will, dass sie über ihre gewohnten Gedanken hinauskommen, muss man diesen Rhythmus durchbrechen. Und deswegen habe ich mich entschieden, komplett ohne Charts zu arbeiten, was anspruchsvoller ist in einem großen Raum mit einer großen Audience. Auf der anderen Seite gelingt es nur dadurch, überhaupt Bilder zu erzeugen in Menschen, weil jeder selber nachdenken muss. Und die Frage ist einfach, lernen wir innere Bilder zu erzeugen, die interessant sind, die spannend sind, die Menschen auch berühren. Und dann bauen wir Zukunft. Am Ende werden nicht die großen Unternehmen sozusagen erfolgreich sein, sondern eigentlich die, die sich möglichst schnell auf neue Umweltsysteme einfinden können. Wir müssen uns alle gucken, wie bereiten wir uns auf morgen vor, was hat es da für Herausforderungen heute. Deswegen diese Ökosysteme ist, glaube ich, ein großes Thema unserer Zeit. Früher war das immer so ein 1:1 Verhältnis, Dienstleister-Kunde. Heute wird das halt immer so ein Geflecht. Und ich glaube, darauf müssen wir uns alle einlassen. Und es ist keine Frage von Größe oder von Budget oder was auch immer, sondern eher vom richtigen Mindset, dass wir alle drehen uns im entsprechenden System. Und deswegen gemeinsam geht's gut.